Danach machen wir weiter mit Verträgen über Tätigkeiten. Verträge über Tätigkeiten werden Sie noch ganz viel hören im Arbeitsrecht. Heute aber, wie gesagt, Leasing, Pacht, Leihe und Sachdarlehen. Vorher aber eine Wiederholung, was Sie am Montag gemacht haben. Und ich hoffe, das hier sind alles Sachen, die Sie schon mal so grob nachvollziehen können. Ja, schauen wir mal. Oh, oh, oh. Fangen wir mit der ersten Aussage an. Man kann jedes Mietverhältnis ordentlich kündigen. Wenn die Aussage nicht stimmt, muss es also Mietverhältnisse geben, die man nicht ordentlich kündigen kann. Welche Mietverhältnisse kann man denn nicht ordentlich kündigen? Ja, Mietverhältnisse auf eine feste Zeit, ein befristetes Mietverhältnis ist innerhalb der Mietzeit unkündbar. Das hat auch eine extreme praktische Relevanz. Wenn Sie einen Geschäftsraum mieten, dann beträgt die ordentliche Kündigungsfrist 3 Tage zum Monatsende. Das heißt, Sie können sehr, sehr kurzfristig kündigen. Wenn Sie also den Mietraum eine gewisse Zeit haben wollen, schließen Sie einen Mietvertrag über 5 Jahre ab. Dann ist das Risiko so aufgeteilt, der Vermieter kriegt auf jeden Fall für 5 Jahre die Miete vom Mieter und der Mieter weiß, er kann die Mieträume für mindestens 5 Jahre nutzen. Daher ist bei Geschäftsraummiete üblicherweise befristete Verträge. Befristete Verträge können Sie nur außerordentlich kündigen, nicht ordentlich. Also keine Kündigung mit Frist. Zweitens. Der Sachmangelbegriff im Mietrecht und im Kaufrecht ist identisch. Wo ist der Sachmangelbegriff des Kaufrechts geregelt? Ja. 434. Und da sehen Sie in Absatz 1 eine dreistufige Abstufung. Erstens Beschaffenheitsvereinbarung, zweitens Verwendungsvereinbarung und drittens übliche Verwendung oder gewöhnliche Beschaffenheit. Das sind die 3 Stufen. Wie ist der Sachmangelbegriff im Mietrecht? Und wo finden Sie den? Ja, 536 Absatz 1 Satz 1 und da steht drin, die Sache muss einen Mangel haben, der ihre Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch aufhebt oder ein solcher Mangel muss während der Mietzeit entstehen. Das heißt, es muss anders als im Kaufrecht ein Mangel sein, der die Tauglichkeit aufhebt. Und das heißt, es muss ein erheblicher Mangel sein. Im Kaufrecht reicht jeder kleine Kratzer und im Kaufrecht gilt der Grundsatz, dass Sie an eine übliche Beschaffenheit anknüpfen können. Hier wird nur der vertragsgemäße Gebrauch genommen. Das heißt, Sie haben einen einstufigen Begriff, der zusätzlich Erheblichkeit verlangt, die Sie im Kaufrecht nur beim Rücktritt haben, also nur in 323 Absatz 5. Das heißt, der mietrechtliche Sachmangelbegriff ist enger als der kaufrechtliche. Ja, gucken wir weiter. Die Miete wird gemindert, wenn der Mieter eine entsprechende Gestaltungserklärung abgibt. Wo ist das so, dass Sie eine Gestaltungserklärung zur Minderung brauchen? Also, dass Sie im Kaufrecht so nachfragen,
Ja. Genau. Also, nach 441 Absatz 1 steht ausdrücklich drin, kann der Käufer durch Erklärung gegenüber dem Verkäufer mindern. Das heißt, im Kaufrecht brauchen wir eine Erklärung, im Mietrecht steht dagegen, für die Zeit, während der die Tauglichkeit gemindert ist, hat der Mieter nur eine angemessen herabgesetzte Miete zu entrichten. 536 Absatz 1 Satz 2. Das heißt, die Minderung im Mietrecht passiert automatisch, ob Sie was sagen oder nicht. Das heißt, Sie müssen nichts sagen, die Miete geht automatisch runter, wenn es einen Mangel gibt. Letzte Aussage, eine zugesicherte Eigenschaft entspricht einer Beschaffenheitsgarantie im Sinne von 276 Absatz 1 am Ende. Ja, bei Zusicherung heißt es, da muss jemand sagen, ich will verschuldensunabhängig dafür einstehen, dass die Mietsache bestimmte Merkmale aufweist oder für eine bestimmte Verwendung geeignet ist. Das heißt, diese Aussage stimmt. Das ist auch die einzige Aussage auf dieser Folie, die richtig ist. Alle anderen Aussagen sind falsch. Gut, Sie haben aber noch mehr gelernt aus dem Gewährleistungsrecht. Schauen wir mal, was da noch so war. Zu viel gezahlte Miete wird nach 346 folgende BGB zurückgewährt. In welchem Fall ist das so, dass zu viel gezahlte Gegenleistung nach 346 zurückgezahlt wird? Ja? Bei einer Rücktrittserklärung? Ja. Wo noch? Wo haben wir noch einen Verweis auf 346 gesehen? Ja? Bei 326 Absatz 4, bei der automatischen Herabsetzung bei Teilleistung, wenn Sie sozusagen sagen, eine Teilleistung ist unmöglich, auch dann gibt es die Rückzahlung nach Rücktrittsrecht und? Ja, nach § 441 Absatz 4 Satz 2 gilt auch für die Minderung im Kaufrecht 346. Das heißt, für alle Fälle, die wir bisher hatten, wo eine Rückzahlung erfolgte, war es immer 346 folgende. Im Mietrecht ist das anders. Das Mietrecht ist die Ausnahme von der Regel. Im Mietrecht kriegen Sie das Geld nicht nach 346 zurück, sondern nur nach 812 folgende. Warum hat der Gesetzgeber es so gemacht? Weil das Mietrecht irgendwie immer schon so ein eigenes Ding war und man da keinen richtigen Plan hatte. Merken Sie sich, grundsätzlich im Schuldrecht immer Geld zurück nach 346, egal wonach, ob es nach 326 ist, nach 441 oder nach 323. Ausnahme das Mietrecht. Im Mietrecht geht es über Bereicherungsrecht. Ja, Bereicherungsrecht haben Sie noch nicht gelernt. Das heißt, das könnte ich versuchen, nicht drankommen. Ich könnte keinen Anspruch aus 812 prüfen, weil Sie den hier noch nicht gelernt haben. Nächste Aussage, der Vermieter haftet gegebenenfalls verschuldensunabhängig auf Schadensersatz. Wann haftet der Vermieter verschuldensunabhängig? Die Aussage ist ja richtig, also muss es da wohl einen Fall geben. Ja. So ist es. 536a Absatz 1
steht ausdrücklich drin, ist ein Mangel bei Vertragsschluss vorhanden, bla 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 bla, so kann der Mieter unbeschadet der Rechte aus 536 Schadensersatz verlangen. Sie sehen, da steht nichts drin mit, wenn der Vermieter den Mangel zu vertreten hat oder wenn der Mangel auf Vorsatz oder Falschheit beruht. Wenn Sie dagegen die anderen Varianten sehen, dann steht da, oder entsteht ein solcher Mangel später wegen eines Umstands, den der Vermieter zu vertreten hat, das heißt, da haben Sie vertreten müssen, oder die dritte Variante, oder kommt der Vermieter mit der Beseitigung eines Mangels in Verzug, und Sie wissen alle, Verzug ist wo geregelt? Ja? Und was setzt der Verzug voraus nach 286? Eine Mahnung nach 86.1, aber vor allen Dingen hier im Hinblick auf Verschulden, woher wissen Sie, dass man bei Verzug auch immer ein Verschulden braucht? 286 Absatz 4 sagt, Verzug heißt immer auch vertreten müssen. Das heißt, die beiden anderen Varianten setzen jeweils ein vertreten müssen voraus. Zum einen steht das für die erste Variante in 536a selber drin und für die zweite Variante folgt das aus 286.4. Nur beim anfänglichen Mangel brauchen wir kein Vertreten müssen. Das heißt, er haftet verschuldensunabhängig. Auch wenn er den Mangel gar nicht kannte und noch nicht mal kennen konnte, haftet er auf Schadensersatz. So ist das Leben eines Vermieters in Deutschland. So, jetzt kommt ein langer Satz. Der Mieter kann Ersatz von Reparaturaufwendungen nur bei Verzug des Vermieters mit der Beseitigung oder in Fällen dringender Notwendigkeit verlangen. Welchen Paragraphen des BGB formuliert diese Aussage um? Ja? Ja, das ist die Aussage des 536a Absatz 2, der genau diese beiden Varianten hat. Entweder dringende Gefahr oder Verzug im Sinne von Mahnung und vertreten müssen. Letzte Aussage, der Mieter kann bei einem erheblichen Mangel zurücktreten. Wonach kann man grundsätzlich zurücktreten, wenn eine erhebliche Schlechtleistung vorliegt? So allgemein, was haben wir da gelernt? Bei erheblicher Schlechtleistung, wonach kann man da zurücktreten? Ja? Ja, Paragraph 323 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 5. Warum geht das beim Mietvertrag nicht? Warum können Sie beim Mietvertrag nicht zurücktreten? Ja, wir sagen, beim Mietvertrag kann man nicht zurücktreten, weil der Rücktritt hat aufwendige Rückabwicklungsfolgen. Sie erinnern sich, 346 Absatz 2, Sie müssten Wertersatz leisten für die Zeit, wo Sie die Mietsache genutzt haben und all das will man nicht. Stattdessen sagt man, ich kann nur kündigen mit Wirkung für die Zukunft. Alles, was vorher war, ist egal, ich kann nur für die Zukunft den Vertrag aufheben, um der komplizierten Rückabwicklung zu entgehen. Deshalb ist ein Rücktritt im Mietrecht ausgeschlossen. So. Letzte Wiederholungsfolie. Sie haben dann auch über Wohnraummiete gesprochen und dann gucken wir mal, was da so gemacht worden ist. Ja,
Fangen wir mit der ersten Aussage an. Die Kündigung eines Mietvertrages über einen PKW bedarf der Schriftform. Jetzt sagen Sie, Kündigung muss doch immer schriftlich sein. Stimmt das wirklich? Woher wissen Sie, dass eine Kündigung schriftlich erfolgen muss? Wo steht da sowas im BGB? Ja. Ja, 568 BGB, Absatz 1 sagt, die Kündigung des Mietverhältnisses bedarf der schriftlichen Form und in der Tat gilt dann 126. Jetzt sagen Sie, wieso? Da steht doch, die Kündigung des Mietverhältnisses bedarf der schriftlichen Form. Warum soll dann diese Aussage falsch sein? Ja, in der Tat, wenn Sie ein bisschen durchs BGB blättern, dann stellen Sie relativ schnell fest, dass diese Vorschrift im Untertitel 2 steht. Der beginnt bei 549. Alle Vorschriften, die nach 549 kommen, gelten nur für Mietverhältnisse über Wohnraum. Das heißt, Sie können im BGB sehen, alles was nach 549 kommt, Wohnraum. Lassen Sie sich also auf keinen Fall irritieren, wenn Sie 568 finden, der gilt nicht für die Miete von DVDs, der gilt nicht für die Miete von PKW, der gilt nicht für die Miete von Fahrrädern, der gilt ausschließlich für die Mietverhältnisse über Wohnraum. Ja? Klar die Überlegung? Das BGB ist so aufgebaut, dass die Vorschriften, die hinter 549 stehen, alle nur Mietverhältnisse über Wohnraum betreffen. Und dazu gehört auch 568. Gut. Also, wenn es keine Norm gibt, die eine Form anordnet, können Sie die Kündigung in jeder beliebigen Form erklären. Das heißt sogar konkludent, indem Sie die Sache einfach wegnehmen und sagen, meins. Ja? Sie müssen also gar nichts ausdrücklich erklären. Die Kündigung von Mietverhältnissen über andere Sachen als Wohnraum kann konkludent erfolgen. Gut, zweite Aussage. Jetzt wird es etwas schwieriger. Ein mündlich abgeschlossener Wohnraummietvertrag ist nichtig. Woraus ergibt sich, dass Wohnraummietverträge schriftlich abgeschlossen werden müssen, grundsätzlich? Ja, aus Paragraph 550. Und jetzt die Frage, warum ist er denn dann nicht nichtig? Wenn eine Form nicht eingehalten wird, nach 125 Satz 1, Nichtigkeit. Ja, in der Tat könnten wir sagen, okay, das gilt ja nur, wenn der über längere Zeit als ein Jahr geschlossen ist. Aber was ist das Entscheidendere? Ja, das heißt, die Rechtsfolge ist im Gesetz ausdrücklich bestimmt. Er gilt als auf unbestimmte Zeit geschlossen. Und es wäre relativ unsinnig, wenn er nichtig wäre, wenn wir sagen, der gilt das unbestimmt, bis er geschlossen ist, aber nichtig. Das heißt, die Folge ist nur, wenn Sie eine Wohnung für länger als ein Jahr vermieten und das mündlich machen, gilt die Wohnung als auf Dauer vermietet und zweite Rechtsfolge, Sie können dann ordentlich kündigen. Das heißt, die Regelung soll nicht etwa den Mieter schützen, sondern die soll einen potenziellen Käufer des Hauses schützen. Wenn Sie das Haus erwerben, sollen Sie zumindest die Chance haben, die Mieter vor die Tür zu setzen. Deshalb gilt der Vertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen und Sie haben das Recht, ordentlich zu kündigen. Wenn Sie also ein Haus kaufen, können Sie die Mieter vor die Tür setzen. Mit Frist natürlich. Das ist der Sinn dieser Regelung. Ja? Also entweder liegt ein schriftlicher Vertrag vor, dann ist der Käufer gewarnt, oder es liegt kein schriftlicher Vertrag vor, dann kann er den Mieter auf jeden Fall mit Kündigungsfrist vor die Tür setzen und selber einziehen zum Beispiel. Gut, jetzt wird es schwierig. Der Vermieter kann in die Wohnung eingebrachte Sachen des Mieters verwerten, wenn dieser seine Miete nicht zahlt. Was meine ich damit? Ja?
Genau. Das Vermieterpfandrecht nach 562 BGB, wo drin steht, der Vermieter hat für seine Forderung aus dem Mietverhältnis ein Pfandrecht an den eingebrachten Sachen des Mieters. Und Sie wissen auch, es gibt 562b, wenn Sie Ihre Miete nicht zahlen und anfangen, Möbel rauszutransportieren, kann der Vermieter Sie mit Gewalt davon abhalten. Er kann Sie also hinstellen und sagen, du kommst hier nicht raus mit deinen Möbeln, weil diese Möbel ihm als Sicherheit dienen. Ihr Fernseher, Ihre Couch, Ihr Bett. Die dürfen Sie alle nicht rausbringen. Sagt 562b. Letzte Aussage, der Mieter kann nach einem Eigentümerwechsel weiter an den alten Vermieter zahlen, solange er den Eigentümerwechsel nicht kennt. Woraus ergibt sich das? Ja, 566, ja, vielleicht ein bisschen genauer, irgendwo bei 566 in der Nähe, ja. Ja, ja, genauso ist es. 566c BGB ist insoweit Lex Specialis zu 407. Wenn Sie sich diese Norm mal angucken, ist die verdammt kompliziert formuliert. Die erste Aussage ist, ein Rechtsgeschäft, das zwischen dem Mieter und dem Vermieter über die Mietforderung vorgenommen wird, insbesondere die Entrichtung der Miete, das heißt die Erfüllung der Forderung, ist dem Erwerber gegenüber wirksam, soweit es sich nicht auf die Miete für eine spätere Zeit als den Kalendermonat bezieht, in welchem der Mieter von dem Übergang des Eigentums Kenntnis erlangt. Gut, das ist ja erstmal nur ein bestimmter Sonderfall. Deshalb hat der Gesetzgeber noch einen Satz 2 angefügt. Da geht es nämlich weiter. Erlangt der Mieter die Kenntnis nach dem 15. Tag des Monats, so ist das Rechtsgeschäft auch wirksam, soweit es sich auf die Miete für den folgenden Kalendermonat bezieht. Und weil es noch toller ist, hat er noch mal einen Satz 3 angefügt, sicherheitshalber. Ein Rechtsgeschäft, das nach dem Übergang des Eigentums vorgenommen wird, ist jedoch unwirksam, wenn der Mieter bei Vornahme des Rechtsgeschäfts von dem Übergang des Eigentums Kenntnis hatte. Also, die Aussage soll eigentlich nur ganz einfach sein, genauso wie in 407. Solange der Mieter nichts weiß, kann er die Miete erfüllen. Wenn er keine Kenntnis hat, kann er nicht mehr, darf er erfüllen an den alten Vermieter. Das soll Ihnen die Aussage sagen. Und die Sache mit dem 15. soll sicherstellen, wenn er zu einem bestimmten Zeitpunkt Kenntnis erlangt, ist auch die vorherige Zahlung nicht mehr möglich. Das ist also verwirrend formuliert, sagt aber im Prinzip dasselbe, wie 407 in einem Satz sagen kann. Gut, damit haben wir die letzte Stunde wiederholt und beschäftigen uns jetzt etwas näher mit einem tragischen Thema der Kündigung von Wohnraummietverhältnissen. Ich habe Ihnen eben schon gesagt, bei beweglichen Sachen können Sie formlos kündigen. Bei Wohnraum muss die Kündigung zunächst mal schriftlich sein. Das gilt sowohl für die Kündigung des bösen Vermieters, als auch für die Kündigung des armen Mieters, der aus seiner Wohnung ausziehen will und umziehen muss, weil er zum Beispiel woanders einen Job gefunden hat. Keine Formvorschrift besteht für Aufhebungsverträge. Wenn sich Mieter und Vermieter einig sind, können Sie das formlos vereinbaren. Sie können also sagen, komm, ich ziehe aus, habe einen Nachmieter gefunden, das geht einfach so, das kann man mündlich machen oder sogar konkludent. Die Regelung darf nicht abbedungen werden. Das bedeutet,
Man darf nicht sagen, wir wollen es doch wieder mündlich haben. Das wäre relativ witzlos. Sie dürfen aber auch nicht die Regelung zulasten des Mieters verschärfen, zum Beispiel sagen, du darfst nur mit notarieller Urkunde kündigen. Der Mieter muss immer mit einfachem Brief kündigen können. Verschärfungen sind unzulässig. Sie können auch kein Einschreiben vorschreiben oder Ähnliches. Sie dürfen nicht mehr verlangen als Schriftform. Zweitens muss der Vermieter den Mieter auch darauf hinweisen, dass der Mieter widersprechen darf. Der Mieter darf sich gegen die Kündigung wehren und darauf muss er hingewiesen werden. Wenn das nicht passiert, greift nach 574 ein Mieterschutz. Das heißt, der Mieter kann nach 574, was steht denn da 574? Absatz 2, das gibt es ja gar nicht. Kann der Mieter nach 574 jederzeit den Widerspruch nachreichen. 574b Absatz 2, Satz 2 muss es heißen. Das heißt, da fehlt ein B. 574b Absatz 2, Satz 2 sagt, es läuft keine Frist, solange der Mieter keine Kenntnis hat. So, 573 sagt Ihnen jetzt, Sie dürfen als Vermieter von Wohnraum Ihren Mieter nicht einfach so vor die Tür setzen. Obwohl eine ordentliche Kündigung eigentlich so gedacht ist, dass man das irgendwie beenden kann ohne Gründe, ist es bei Wohnraummiete so, der Vermieter muss einen Grund für die Kündigung haben. Und diese Gründe finden Sie in 573 Absatz 2. Und der erste Grund, der in Betracht kommt, ist ganz einfach, eine nicht nur unerhebliche Pflichtverletzung. Wenn der Mieter also ständig Lärm macht in seiner Wohnung oder der Kakerlaken ständig in seiner Wohnung hat, weil er da immer Essensreste rumliegen hat, dann dürfen Sie ihn ordentlich kündigen. Nummer zwei ist der praktisch häufigere Fall, wenn der Vermieter sagt, ich will selber in die Wohnung einziehen oder mein Sohn, meine Tochter will einziehen, meine Frau will einziehen, meine Mutter will einziehen, dann darf der Vermieter den Mieter vor die Tür setzen, denn Blut ist dicker als Wasser, die Familie ist wichtiger als irgendwelche komischen Mieter. Und die Nummer drei betrifft den Fall der grundlegenden Sanierung. Wenn Sie da so eine alte Baracke haben aus dem Jahr 1920, sollen Sie die Möglichkeit haben, da auch ein modernes Wohnhaus hinzusetzen. Sie müssen das Ding nicht auf ewige Zeiten in Zustand lassen und können das grundlegend renovieren. Dann dürfen Sie den Mieter vor die Tür setzen und das umgestalten und entsprechend hohe Miete verlangen. Es genügt hingegen nicht, dass Sie sagen, der Mieter zahlt mir zu wenig. Es muss schon wirklich eine Verbesserung des Wohnraums sein. Das heißt, das ist entscheidend. Damit der Mieter dagegen argumentieren kann, müssen die Gründe im Kündigungsschreiben genannt werden. Der Vermieter muss also sagen, ich kündige wegen Eigenbedarfs, ich kündige wegen Ihrer Pflichtverletzung. Wenn er keine Gründe nennt, darf er die nicht später nachreichen. Sie können also, wenn Sie gesagt haben, ich kündige, weil du Lärm gemacht hast, nicht sagen, na gut, es war gar kein Lärm, dann waren es halt Kakerlaken, dann müssen Sie eine neue Kündigung aussprechen. Es gilt immer nur der Grund, den Sie im Schreiben genannt haben, kein Nachschieben von Gründen. Zudem gibt es Kündigungsfristen und die sind in 573c geregelt und sagt grundsätzlich am dritten Werktag eines Kalendermonats zum Ablauf des übernächsten Monats. Der dritte Werktag ist also Montag, Dienstag, Mittwoch. Wenn es bei einem Freitag anfängt, ist das Freitag, Samstag, Montag. Der Sonntag ist kein Werktag. Wenn es ein Feiertag ist, wird er nicht mitgezählt. Diese Kündigungsfrist gilt sowohl für den Mieter als auch für den Vermieter. Also auch wenn Sie raus wollen, müssen Sie diese Kündigungsfrist einhalten. Der Vermieter hat allerdings eine längere Frist. Wenn Sie nämlich 573c Absatz 1 Satz 2 gucken, steht da drin,
Für den Vermieter verlängert sich die Frist nach 5 Jahren um 3 Monate, das heißt, er hat ein halbes Jahr, und nach 8 Jahren nochmal um 3 Monate, das heißt, dann hat er 9 Monate Kündigungsfrist. Ja? Also 3 Monate plus 3 Monate plus 3 Monate. Der Mieter kann hingegen immer mit 3 Monaten kündigen. Der Grund dafür ist, dass der Mieter dass der Vermieter nicht sozial geschützt werden muss. Der Mieter ist immer der Arme, der wird geschützt. Auch die außerordentliche Kündigung braucht besondere Gründe, nämlich nach 569.1 zunächst mal bei einer erheblichen Gesundheitsgefährdung. Damit ist gemeint, wenn Sie jeden Morgen die Ratte in den Zeh beißt, mag das nicht gesund sein. Ebenso, wenn dicke Schimmelpilzwolken durch Ihre Wohnung schweben, dann können Sie sagen, ich ziehe sofort aus und möchte nicht erst mal 3 Monate da weiter abwarten. Das ist einfach. Absatz 2, die Störung des Hausfriedens. Damit ist gemeint, die Männer, die die Frauen sexuell belästigen oder immer nackt vorm Fenster tanzen oder ihren Müll im Hausflur lagern, dann kann man die einmal abmahnen und sagen, lass das sein. Und wenn die es trotzdem noch machen, darf man sie sofort vor die Tür setzen, weil sonst der Hausfrieden dauerhaft gestört ist. In der Praxis wird dann immer eine außerordentliche Kündigung erklärt und hilfsweise eine ordentliche, weil die Abgrenzung ist immer schwierig. Ist es so schlimm, dass er jetzt sofort raus muss, oder kann man noch 3 Monate mit ihm aushalten und ihn dann vor die Tür setzen? Dann haben wir 569 Absatz 3. Da geht es darum, wenn der Mieter seine Miete nicht zahlt. Und der 569 Absatz 3 sagt Ihnen in recht ausführlicher Form, wie das ablaufen muss. Er muss für 2 Monate im Grunde keine Miete gezahlt haben, bevor Sie ihn vor die Tür setzen können. Er kann das aber dann noch nachholen, wenn er verklagt worden ist auf Räumung und kann trotzdem noch zahlen innerhalb von 2 Wochen. Das heißt, das Ganze ist hier relativ locker. Wenn Sie Ihre Miete nicht zahlen, kann man sie nicht eben mal vor die Tür setzen. Da muss schon einiges dazukommen. Letzter Punkt, 569.4. Auch hier ist natürlich der Grund zu nennen, damit der Mieter sich wehren kann und sagen kann, ich wurde hier zu Unrecht gekündigt. Und auch hier Nachschieben von Gründen unzulässig. Das heißt, das muss abschließend alle Gründe vorliegen, warum ich den Mieter vor die Tür setze. Genauso wie wir schon besprochen haben bei 314 BGB, müssen Sie zeitnah kündigen. Wenn Sie also sagen, vor 5 Jahren, da bist du mal nackt durch den Flur gelaufen, können Sie ihn heute nicht mehr kündigen. Sie müssen also irgendwie in nahem zeitlichen Umfang sagen, das hat mich damals genervt und jetzt fliegst du raus. Wir reden hier von Tagen, nicht von Monaten. So. Bei Wohnraummietverträgen ist es grundsätzlich so, Kündigungsfristen haben wir schon gehabt, und bei Wohnraummietverträgen auf bestimmte Zeit ist es ebenfalls so, dass die Kündigung beschränkt ist. Ich habe Ihnen schon angedroht, der Mieter kann sich wehren. Er kann sich zunächst mal einfach so wehren, dass er sagt, die Kündigung hatte gar keinen Grund, die Frist wurde falsch berechnet oder die war nicht Schriftform. Er hat aber auch, und das ist das Komische hier, nach 574 die Möglichkeit, sich gegen eine wirksame, fristgebundene Kündigung zu verteidigen. Und zwar dann, wenn es für ihn eine nicht zu rechtfertigende Härte begründet. Das betrifft ganz oft den Fall Eigenbedarfskündigung durch den Vermieter, und der Mieter ist 85 Jahre alt, sitzt im Rollstuhl, hat sein Leben lang in dieser Wohnung gelebt, hat da alle seine Freunde und Bekannte, und er will auf keinen Fall umziehen, weil er sagt, ich kriege nie mehr so eine tolle Wohnung und die ist dann weit weg und ich bin ganz allein und keiner hilft mir mehr. Dann darf der Mieter sagen, es wäre eine nicht zu rechtfertigende Härte, ihn zu zwingen, aus der Wohnung rauszugehen. Der arme Eigentümer des Hauses oder der Wohnung kann dann seine Tochter oder seinen Sohn nicht unterbringen, weil der Mieter sagt, ich bin so arm, und sich dagegen verteidigt.
Das Gericht muss dann eine Interessenabwägung vornehmen und sagen, wer ist schutzbedürftiger, der Vermieter oder der arme Mieter, der sonst vielleicht obdachlos wird, in eine nicht behindertengerechte Wohnung rein muss, ganz weit weg von seiner Familie sein muss. Also ganz viele schwierige Schicksale. Das wird dann abgewogen und die Rechtsfolge ist dann, das Mietverhältnis wird für eine angemessene Zeit fortgesetzt, obwohl gekündigt worden ist. Das heißt, man sagt, der Mieter bleibt drin, obwohl er eigentlich raus müsste. Klar das System? Der Grund dafür ist, dass man die armen Mieter schützen will, die ja sonst obdachlos sind oder kein Geld haben für eine andere Wohnung oder behindert sind oder im Sterben liegen. Alles möglich kann sein. So, das war auch schon alles zum Wohnraummietrecht. Wenn Sie Wohnraummietrecht total super spannend finden und sagen, das ist mein Lieblingsthema, ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, dann rate ich Ihnen, sich an der Law Clinic anzumelden. Da kommen jeden Tag ungefähr 3 Fälle mit Mietrecht, wo Leute sich darüber streiten, kriege ich meine Kaution zurück, muss mein Vermieter meine Terrasse renovieren, mein Vermieter meckert immer, ich sei zu laut, wie laut darf ich denn jetzt sein? All diese Fragen können Sie ja mit echten Menschen ausdiskutieren und Sie erleben das ganze soziale Drama, was dahinter steht. Menschen, ja? Jura ist ein Studiengang für Menschen, nicht für Maschinen. So, also ich, dass Sie jetzt mit Ihren Freunden über Ihre Mietfälle diskutieren sollen. Wir reden jetzt über etwas, das ist viel härter, das ist kapitalistisch, das kommt aus den USA, nämlich das Leasing. Und wenn ich von Leasing rede, meine ich das sogenannte Finanzierungsleasing. Das kennen einige von Ihnen vielleicht, wenn Sie mal ein Auto geleast haben. Das ist eine Rechtsbeziehung, wo Sie jeden Monat Geld an das Leasingunternehmen zahlen und ganz am Ende die Chance haben, gegen Zahlung einer Abschlagsumme Eigentümer des Autos zu werden. Der Unterschied ist, es ist kein Ratenzahlungskauf, wo Sie jeden Monat einen Teil des Kaufpreises abbezahlen, sondern es ist ein Mietverhältnis. Sie mieten das Auto vom Leasingunternehmen und ganz am Ende können Sie Eigentum erwerben. Während der Leasingphase bleibt es immer noch das Auto des Leasingunternehmens. Das ist eine komische Konstellation. Noch komischer ist, dass das hier rechts steht. Das sogenannte Operating Leasing. Operating Leasing werden Sie in Ihrem Leben nie brauchen. Ich erkläre Ihnen das jetzt nur, damit Sie schlau beim Abendessen sagen können, ich weiß, was Operating Leasing ist. Wenn Sie da in der Klausur irgendwas zu schreiben, reißen Sie korrekt die Haare aus. Ich habe das neulich in der Examensklausur gesehen, da haben ungefähr die Hälfte was dazu geschrieben, hat mit dem Fall überhaupt nichts zu tun. Das ist schlicht Quatsch. Das müssen Sie einfach mal ignorieren. Was ist ein Operating Leasing? Die Idee ist, Sie sind eine Gesellschaft und wollen Geld machen. Und Sie kaufen sich ein Flugzeug. Ja? Boeing 747 oder Airbus A380. Jetzt wollen Sie aber keine Fluggesellschaft sein, Sie haben keine Piloten, sondern Sie gehen hin und vermieten dieses Flugzeug an Condor, an die Lufthansa. Und so funktioniert es in der Praxis auch. Die Lufthansa hat keine eigenen Flugzeuge, die sind alle geleast von solchen Leasinggesellschaften. Und sie finanzieren sich, indem sie von Omas und Opas das Geld nehmen und dafür Flugzeuge kaufen, die sie an die Lufthansa weiterverleasen. Das Ganze funktioniert sehr lukrativ, indem sie immer wieder solche Mietverträge abschließen. Und wenn die Lufthansa sagt, das ist schon ausgeranzt, dann leasen das halt weiter an Air Berlin und die nehmen das dann, ja? Also so können Sie mit Ihrem Flugzeug Geld machen. Ab und zu muss es neu lackiert werden mit einer anderen Farbe für eine andere Fluggesellschaft. Aber das bleibt Ihr Flugzeug. Das Ganze nennt sich Operating Leasing. Und das klingt zwar cool, heißt aber nichts anderes als, Sie sind Vermieter. Sie vermieten Flugzeuge. Mehr tun Sie nicht. Außer dass es cool klingt, das ist ein ganz normaler Mietvertrag. Der einzige Unterschied ist halt, dass Sie so auf Bedarf Flugzeuge vermieten an den, der eins haben möchte. So, warum ist der Leasingvertrag toll? Weil Sie beim Leasingvertrag, wenn Sie ihn in einer Klausur machen würden, was sich hier nicht anbietet, weil Sie dafür keine Zeit hätten,
kann man in einer Klausur gleichzeitig Mietrecht und Kaufrecht prüfen. Das ist also ganz toll. Wenn Sie also in der BGB-Übung hinterher sind, kommt sowas gerne mal dran. Wir haben einen Verkäufer. Der Verkäufer hat ein Auto, einen neuen BMW. Und diesen BMW verkauft er jetzt an die Leasingbank. Nennen wir sie hier LG. Die Leasingbank ist der Käufer dieses Pkw. Ja, die kauft das Auto. Jetzt frage sich, wofür braucht eine Bank ein Auto? Ganz einfach, weil die Bank das Auto Ihnen gibt. In der Praxis funktioniert das so, Sie gehen zum Autohändler, füllen da zwei Formulare aus, auf dem einen steht drauf Kaufvertrag und auf dem anderen steht drauf Leasingvertrag mit der VW-Bank. Und jetzt wird spannend. Sie mieten das Auto bei der VW-Bank, weil das Auto gehört ja der VW-Bank, die war ja Käufer. Aber die VW-Bank schließt alle mietrechtlichen Gewährleistungsansprüche aus und sagt, zwischen uns gilt kein Mietrecht. Stattdessen, sagt die VW-Bank, treten wir dir alle Ansprüche gegen den Verkäufer ab. Wir treten dir also die Ansprüche aus 437 folgende BGB ab. Das hat zur Folge, Sie als Benutzer des Autos, Sie als Leasingnehmer, haben Ansprüche gegen den Verkäufer, aber keine Ansprüche gegen die Bank. Die Bank muss das Auto nicht reparieren, sondern der Verkäufer haftet nur für anfängliche Mängel. Alles andere ist Ihr Problem. Das Ganze machen die auch per AGB, das ist alles wunderbar. Das bedeutet, Sie haben Ansprüche gegen den Verkäufer, die Bank hat keine Ansprüche gegen den Verkäufer. Sie haben keine Ansprüche gegen die Bank und damit sind alle glücklich. Die Rechtsprechung sagt, das ist in Ordnung, weil die Ansprüche gegen den Verkäufer sind gleichwertig zu den Ansprüchen, die Sie als Mieter hätten. Sie stehen also nicht schlechter, als wenn Sie die Sache gekauft hätten. Die werden so behandelt, als seien Sie der Käufer. Klar? Die Bank kauft, tritt aber die Ansprüche aus dem Kaufvertrag an den Mieter ab. Dafür hat der Mieter keine mietrechtlichen Ansprüche mehr. Der hat nur noch Ansprüche aus dem Kaufvertrag, die er abgetreten bekommen hat. Alles bisher klar? Jetzt kommen wir zu dem Problem, was auftreten kann. Wenn alle Ansprüche abgetreten sind, gehört dazu auch der Anspruch aus 346.1 in Verbindung mit 323 Absatz 1. Das heißt, der Leasingnehmer, Sie als Kunde, können vom Kaufvertrag zurücktreten. Ja? Das Problem ist nur, Sie als Kunde waren ja gar nicht Käufer. Käufer war die Bank. Sie sehen das hier in der Mitte. Käufer war K, Leasinggeber. Hier, da, diese. Ne, klappt hier da nichts. Hier, da. Ja? Ah, das ist toll. Sehen Sie das? Das ist der Käufer. Der ist gelb. Da rechts, das ist der Leasingnehmer, das sind Sie. Sie haben gar keinen Kaufvertrag, Sie haben einen Leasingvertrag. Trotzdem dürfen Sie zurücktreten, weil Ihnen ja alle Rechte abgetreten sind. Das hat dann zur Folge, dass dieser Kaufvertrag hier links wegfällt, weil der Kaufvertrag wirksam beendet worden ist. Das heißt, die Bank kriegt das Geld zurück von V. Es stellt sich aber die Frage, was ist denn mit diesem Leasingvertrag hier? Also was ist mit diesem Vertrag? Ihre Rücktrittserklärung betrifft nur den Vertrag zwischen Bank und Verkäufer. Das ist nicht Ihr Vertrag. Und das Problem löst die Rechtsprechung über 313 BGB. Sie ist ein toller Trick, da ist alles drin in diesem Fall. Total verwirrend. Die sagt nämlich, Ihr Vertrag da oben, Ihr Leasingvertrag, macht ja nur so lange Sinn, wie die Bank überhaupt ein Auto hat, was sie ihnen geben kann. Wenn sie aber für die Bank zurückgetreten sind, muss die Bank ja ohnehin das Auto an den Verkäufer zurückgeben. Dann hat die Bank kein Auto mehr, was sie ihnen geben kann. Also fehlt die Grundlage für diesen Leasingvertrag. Die Bank hat ja gar nichts mehr, was sie tun kann.
Und deshalb ist die Rechtsfolge, dass Sie den Leasingvertrag kündigen können, gleichzeitig mit dem Rücktritt. Sie kriegen sogar Ihre gezahlten Raten zurück, soweit diese Raten nicht eine Nutzungsentschädigung sind. Das heißt, Sie kriegen alles zurück, was Sie schon auf den Kaufpreis als Anzahlung geleistet haben, was Ihnen am Ende als Anteil für die Übernahmemöglichkeit zugute käme. Also nochmal, Leasingvertrag, drei Leute, Verkäufer, Bank, Kunde. Die Bank nennt man Leasinggeber, weil die gibt das Auto dem Kunden. Den Kunden nennt man Leasingnehmer, weil er das Auto annimmt. Und beim Leasingvertrag wird der Kunde so behandelt, als sei er Käufer, das heißt, er kriegt alle Ansprüche abgetreten. Das war nicht schwierig, sagen Sie. Leasing, alle verstanden? Drei Leute, der eine kauft und gibt es weiter und tritt die Ansprüche ab. Gut, wenn da keiner Fragen zu hat, dann machen wir halt weiter mit der Leihe. Ich habe neulich eine Examensklausur gelesen und da erzählte ein Student, ja, hier sei ein Mietvertrag und der Mieter müsste keine Miete zahlen, weil darauf sei verzichtet worden. Ein Mietvertrag müsste ja auch nicht notwendig mit einer Mietzahlung einhergehen. Das ist schlicht krass falsch und null Punkte. Wenn Sie auf die Idee kommen sollten, man könnte einen Mietvertrag ohne Mietzahlung vereinbaren, dann sollten Sie was anderes studieren. Der Mietvertrag, wo Sie nicht zahlen, heißt nicht Mietvertrag, sondern Leihvertrag. Und die Leihe ist besonders geregelt im BGB. Wenn Sie mal schauen, ist die Leihe nicht ein Fall der Miete, sondern ein ganz eigener Vertrag, der ist in 598 bis 606 BGB geregelt. Und das ist ganz wichtig. Da steht nämlich nicht irgendwo ein Verweis aufs Mietrecht. Wenn Sie umsonst in einer Wohnung wohnen dürfen, greift all dieses Schöne mit dem Schutz des Mieters nicht. Mietrecht und Leihrecht haben so viel zu tun wie Boxen mit Schlafen. Nämlich nichts. Miete und Leihe hat nichts miteinander zu tun. Vergessen Sie es einfach. So, nach dieser Vorrede, ein Leihvertrag ist ein Vertrag, in dem Ihnen eine Sache ohne Entgelt überlassen wird. Wenn ich Ihnen also ein Buch leihe, heißt das, ich will kein Geld dafür haben. Wenn ich Ihnen ein Buch vermiete, will ich Geld dafür haben. Wenn Sie also zum Beispiel in eine Videothek gehen würden und sich eine Blu-ray ausleihen, dann ist das kein Leihvertrag, weil Sie zahlen dafür Geld. Wenn Sie dagegen hier in die Bibliothek gehen, in die ULB und sich da ein Buch ausleihen, zahlen Sie dafür nichts, also ist es in der Tat ein Leihvertrag. Ja? Einfacher Test, wenn Sie nicht zahlen, Leihe, wenn Sie was zahlen, Miete. Genauso wie der Mietvertrag gilt der Leihvertrag nur für Sachen. Und Sie erinnern sich düster, Sachen sind körperliche Gegenstände, was Sie in die Hand nehmen können. Aber wir sagen, das gilt entsprechend auch für Rechte. Sie können sich also auch ein Patent leihen oder eine Marke leihen. Das ist auch möglich. Ein ganz wesentlicher Unterschied, den man als Student oft nicht sieht, ist, im Mietrecht müssen Sie den Gebrauch überlassen. Das heißt, Sie müssen dafür sorgen, dass der Mieter auch wirklich ungestört die Sache nutzen kann. Im Leihrecht reicht es einfach, dass Sie ihm sagen, ich tue nichts, was Sie davon abhält. Die Pflicht des Verleihers beschränkt sich darauf, dass er einfach sagt, mach doch, was du willst, ich halte mich da raus. Er muss nicht Störungen Dritter abwenden. Also wenn die Kinder nebenan Lärm machen oder die Pommesbude nebenan die ganze Bude verräuchert, muss der Verleiher nichts dagegen tun. Der Vermieter muss dagegen aktiv werden, um den Mieter zu schützen. Das heißt, die Pflicht des Verleihers ist viel, viel niedriger angesetzt als die des Mieters. Das Zweite ist,
Der Entleiher muss zurückgeben und sorgsam mit der Sache umgehen. Der hat aber keine Gegenleistungspflicht. Deshalb, wir haben schon darüber gesprochen, ist die Miete ein unvollkommen zweiseitiger Vertrag. Es haben zwar beide Parteien Pflichten, aber die Pflichten stehen nicht im Gegenseitigkeitsverhältnis. Die Miete ist ein gegenseitiger Vertrag. Bei der Miete zahlen Sie Geld für Gebrauchsüberlassung. Hier gibt es nichts. Sie müssen nichts dafür tun, dass Sie die Sache benutzen dürfen. Die Leihe ist aus einem ganz anderen Grund klausurrelevant, aber jetzt nicht bei uns, sondern vor allen Dingen im Deliktsrecht. Das heißt, wenn Sie gesetzliche Schuldverhältnisse machen, dann ist es nämlich so, dass der Verleiher privilegiert ist. Man sagt, wenn Sie keine Gegenleistung bekommen, dann sollen Sie dafür belohnt werden, dass Sie großzügig sind. Wer großzügig ist, soll belohnt werden, und die Belohnung besteht darin, dass Sie nicht haften. Sie haften für nichts. Wenn die Sache also schlecht ist, Sie leihen jemandem Ihr Buch, es fehlen 5 Seiten, hat der halt Pech gehabt. Einzige Ausnahme ist bei Arglist. Wenn Sie das machen, um den zu ärgern, sagen, hier für die Klausur, ich gebe hier mein Gesetz, und dann fehlen da die wichtigsten Paragraphen aus dem BGB, dann haften Sie auf das negative Interesse. Aber auch nur, wenn Sie das vorsätzlich machen, um den zu schädigen. Ja? Sonst gilt der Grundsatz, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Sie können nichts machen als Mieter. Dann, wenn Schäden eintreten, haften Sie nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Das heißt, wenn Sie jemandem einen Toaster leihen und der Toaster brennt durch und die ganze Wohnung brennt ab, haften Sie nur, wenn Sie wussten, dass der Toaster brennen wird, oder wenn das für Sie offensichtlich war. Demgegenüber Rücksichtnahmepflichten, die nicht mit der Sache zusammen zu tun haben, gelten für Sie uneingeschränkt. Wenn Sie also als Verleiher hinkommen und diejenigen beleidigen, treten oder ähnliches, sind das keine sachbezogenen Pflichtverletzungen. Für die haften Sie ganz normal für jede Fahrlässigkeit und Vorsatz. Da müssen Sie also nicht privilegiert werden. Der Entleiher muss die Sache erhalten. Das fängt damit an, dass ihn die gewöhnlichen Erhaltungskosten treffen. Das bedeutet, wenn Sie zum Beispiel ein Tier kriegen, jemand leiht Ihnen eine Katze für 3 Wochen, weil er oder sie in Urlaub ist, dann müssen Sie das Katzenfutter bezahlen. Weil Sie die niedliche Katze kriegen, müssen Sie die auch füttern, auf Ihre Kosten. Zweitens, darf er nur den vertragsgemäßen Gebrauch damit machen. Wenn Sie also ein Auto haben, was Ihnen unentgeltlich überlassen worden ist, dürfen Sie damit keine Rennen fahren, um den Motor richtig zu strapazieren, sondern nur der normale Gebrauch. Sie dürfen insbesondere die Sache nicht weitergeben. Wenn Ihnen eine Sache verliehen wird, ist das Ihre Sache, aber nicht die Sache, die Sie irgendwie Ihren Freunden noch weiterverleihen können. Wenn Sie also ein Buch ausleihen aus der Bibliothek, dürfen Sie das nicht Ihren Freunden weiterverleihen. Das sagt Ihnen das BGB. Bei der Rückgabe muss die Sache in dem Zustand sein, den sie nach dem Vertrag haben kann. Wenn Sie die Sache verschlechtert haben während Ihrer Leihzeit, Sie haben Kratzer ins Auto gemacht, Sie haben Seiten rausgerissen, Sie haben Kaffeeflecken ins Buch gemacht, ist das eine Schweinerei. Und dann müssen Sie dafür Schadensersatz leisten. Ausgenommen ist der normale Verschleiß, das heißt, wenn bestimmte Sachen sich halt ohnehin abnutzen, wenn Sie einen Pullover geliehen haben und den tun Sie in die Waschmaschine und der läuft ein, ist es klar, dass ein bisschen Einlaufen halt dazugehört. Wenn Sie ihn bei 100 Grad waschen, den Seidenpullover, ist das vielleicht schlecht, dann ist es nicht mehr im vertragsgemäßen Zustand. So wie zum Thema Waschtipps. Wenn Sie die Sache in einem schlechten Zustand zurückgeben, kann Ihnen erstmal eine Frist gesetzt werden, die Sache zu reparieren. Wenn Sie es in der Frist nicht machen, dann müssen Sie Schadensersatz statt der Leistung erbringen. Allerdings hat man dafür nur sehr wenig Zeit, nämlich 6 Monate ab dem Zeitpunkt der Rückgabe. Das heißt, ein halbes Jahr nach Rückgabe
sollten sich schon mal gemeldet haben und über den eingelaufenen Pullover geredet haben, sonst war es das. Leihverhältnisse können auf Zeit geschlossen werden. Du kriegst jetzt dieses Buch für die Zeit der Klausur oder für 2 Wochen. Leihverträge können aber auch auf unbestimmte Zeit geschlossen werden. Dann wird geguckt, zu welchem Zweck haben Sie die Sache überlassen. Wenn ich Ihnen ein Notebook gebe für Ihre Hausarbeit, müssen Sie mir das zurückgeben, wenn Sie die Hausarbeit abgeschlossen haben. Einfach. Wenn es auch den Zweck nicht ganz eindeutig gibt, dann gilt, kann der Verleiher die Sache jederzeit zurückfordern. Er kann also sagen, so und jetzt Schluss, gib mir die Sache zurück. Also wenn weder Frist noch Zweck, dann jederzeit. Ansonsten habe ich aber auch ein Kündigungsrecht aus wichtigem Grund, zum Beispiel bei Eigenbedarf, vertragswidrigem Gebrauch oder Tod des Entleihers, denn der darf die Sache ja nicht weitergeben. Also wenn er tot ist, muss ich die Sache auch zurückkriegen. Der Entleiher kann jederzeit zurückgeben, der muss die Sache also nicht behalten, der hat keine Verwahrungspflicht und er braucht auch keine Kündigung zu erklären, er kann einfach sagen, da hast du es zurück. Sie sehen also, das Leihrecht hat im Grunde nichts, aber wirklich gar nichts mit der Miete gemeinsam, weil im Leihrecht geht es vor allen Dingen darum, dass der Entleiher, derjenige, der die Sache bekommen hat, damit gut umgeht. Im Mietrecht geht es darum, dass der arme Mieter geschützt werden soll vor Verschlechterungen und vor einer überraschenden Beendigung. All das haben wir im Leihrecht nicht. Was heißt keine Verjährung bei der Leihe? Nein, die Leihe kann auch vorher beendet werden, nämlich dann, wenn der Verleiher kündigt. Der Entleiher beendigt durch Rückgabe. Der Verleiher beendigt, indem er kündigt oder indem der Zweck eintritt oder indem die Frist abgelaufen ist. Das heißt, für die anderen Fälle gibt es schon eine Frist, nur für den Fall, dass der Entleiher nicht mehr will. Der gibt zurück. Aber dann spielt die Verjährung auch keine Rolle. Wenn er freiwillig zurückgibt, dann brauchen wir keine Verjährung. Also, Leihrecht, merken Sie sich eigentlich nur eins, es gibt diese Haftungsprivilegierung, die müssen Sie kennen, 599, und Sie müssen wissen, Miete und Leihe ist was anderes. Das hat nichts miteinander zu tun. Merken Sie sich das ein für alle Mal, das hat gar nichts miteinander zu tun. Das ist auch kein Verweis oder irgendwas. Das darf man auch nicht analog anwenden. Das hat nichts miteinander zu tun. So, was etwas mit der Miete zu tun hat, ist allerdings die Pacht. Jetzt fragen Sie sich, was ist eine Pacht? Pacht meint, Sie kriegen eine Sache und Sie dürfen die Sache nicht nur gebrauchen, sondern Sie dürfen auch Früchte ziehen. Das bezieht sich zum Beispiel auf einen Bauernhof. Auf dem Bauernhof leben Kühe und Hühner. Und bei der Pacht dürfen Sie dann die Kühe melken und die Milch trinken oder verkaufen oder da Käse rausmachen. Und Sie können die Eier der Hühner nehmen und da Omelettes rausmachen oder die Eier verkaufen oder Pfannkuchen machen. All das ist Ihnen möglich. Aber nur dann, wenn Sie einen Pachtvertrag haben. Der Pächter darf auch, wenn er Felder gepachtet hat, da Sachen aussäen und die dann ernten. Wenn Sie einen Apfelbaum gepachtet haben, dürfen Sie die Äpfel ernten. Ja? Also Pacht heißt, Sie kriegen nicht nur den Gebrauch und können auf der Wiese tanzen, sondern Sie können auch Obst auf der Wiese pflanzen und das ernten und verkaufen oder essen. Das heißt Pacht. Sie merken schon, der Unterschied zwischen Pacht und Miete ist ein relativ dünner. Der erste wesentliche Unterschied ist, dass Sie nicht nur Sachen pachten können. Pachten können Sie alles. Sie können Software pachten, Sie können Unternehmen pachten, Sie können Patente pachten, das geht. Also bei Pacht muss es nicht unbedingt um Sachen gehen.
Ansonsten sind die Pflichten sehr ähnlich wie beim Mietrecht. Man spricht hier nur von Pachtzins statt von Miete und man spricht von Fruchtgenuss im Hinblick darauf, dass Sie die Sache nutzen können. Die Besonderheit im Pachtrecht ist jetzt grundsätzlich erstmal, dass Sie den Pachtgegenstand in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand bekommen und erhalten lassen müssen vom Verpächter. Wenn das nicht der Fall ist, greift hier ganz normal das Mietrecht. Das heißt, das Pachtrecht verweist auf das Mietrecht. Das gilt aber nicht für die Fruchtziehung. Für das Inventar, das heißt die Gegenstände, die zum vertragsgemäßen Gebrauch erforderlich sind, der Mähdrescher, die Leiter, um an die Äpfel dran zu kommen, die Melkanlage, der Traktor, ja, Sie sehen das alles, was wir Bauern hier. All diese tollen Sachen bekommen Sie in einem für vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand und danach muss der Pächter sich darum kümmern. Das heißt, der muss den Traktor hegen und pflegen. Um Ihnen mal ein anderes Beispiel zu geben, damit wir von diesem blöden Traktor wegkommen, Sie können zum Beispiel auch eine Subway-Filiale pachten. Dann gehört zur Subway-Filiale zum Beispiel ein Sandwich-Toaster. Da können Sie da so Brote reintun und die toasten. Dann gehört zu der Filiale auch so Tröge, wo Sie dann so Salat reinschmeißen können. Das ist auch Inventar. Oder eine Zapfanlage für Cola. All das ist das Inventar und das müssen Sie als Pächter in einem vernünftigen Zustand erhalten. Das ist Ihr Problem. Ja, wenn die Sache in Abgang gerät, dann muss der Verpächter Ihnen einen Ersatz beschaffen. Nicht notwendig. Die meisten Franchise-Verträge sind reine Lizenzverträge, das heißt, Sie müssen sich selber um die Einrichtung und Ähnliches bekümmern. Das ist Ihr Problem, wo Sie die herkriegen und Ähnliches. Es ist halt nur so, Sie können auf diese Filialen komplett mit Einrichtung und allem pachten, dann kriegen Sie einfach den Laden mit allem, was dazu gehört. Also es ist nicht notwendig. Ja, ansonsten, alles, was Sie im Mietrecht gelernt haben, kommt hier wieder. Sie sehen das, es gibt das Verpächterpfandrecht. Da hat der Gesetzgeber genau gesagt, es gilt das, was auch im Mietrecht gilt. Das heißt, da müssen Sie nichts Neues lernen. Der Pächter kann aber auch den Verpächter unter Druck setzen, indem er nämlich das Inventar in Beschlag nimmt. Ich habe Ihnen gesagt, der Sandwich-Toaster oder der Traktor gehört ja dem Verpächter und wenn der Verpächter seinen Pflichten nicht nachkommt, zum Beispiel das Haus renovieren, dann kann der Pächter hingehen und den Traktor verkaufen. Das heißt, es gibt ein spiegelbildliches Pfandrecht des Pächters. Ansonsten gelten für die Kündigung dieselben Regeln wie im Mietrecht. Besonderheiten, es gibt hier bestimmte Regeln, die nicht gelten, nämlich insbesondere die Regeln zur Form. Ganz kurz noch zum Landpachtvertrag. Landpachtverträge sind Pachtverträge speziell über landwirtschaftliche Grundstücke, also unser kleine Farm, unser Bauernhof mit den Hühnern und den Feldern, den Kühen und den Schafen. Wenn Sie einen Landpachtvertrag abschließen, hat das BGB dazu noch mehr Sonderregeln. Dann haben Sie eine dreistufige Regelungsstruktur. Sie prüfen zuerst den Landpachtvertrag. Der sagt Ihnen, es gelten Regeln des Pachtvertrages. Und auf den Pachtvertrag finden wiederum die Regeln des Mietrechts Anwendung. Das heißt, Sie kommen am Ende doch wieder zum Mietrecht zurück, wenn Sie nicht gerade eine Modifikation haben. Es gilt für die Modifikation hier 586.2, der wiederum auf 536 Absatz 1 bis Absatz 3 verweist. Das heißt, da haben Sie auch wieder die automatische Minderung und den Sachmangelbegriff und so weiter und so fort. Sie sehen also all diese Regeln sehr verworren, Klausurrelevanz selten,
Meistens ist es nur so, dass Sie den 581 finden müssen und über den 581 dann zum Mietrecht letztendlich kommen, was Sie dann hauptsächlich auch schon kennen. Damit kommen wir jetzt zu unserem nächsten tollen Vertragstyp, und zwar zum Sachdarlehen. Sie fragen sich alle, was ist ein Sachdarlehen? Beim Sachdarlehen haben Sie zwei Personen. Die eine Person heißt Darlehensgeber, deshalb DG, und die andere Person heißt Darlehensnehmer, deshalb DN. Und der Darlehensgeber übergibt und übereignet eine vertretbare Sache. Was eine vertretbare Sache ist, steht in § 91. Das ist eine Sache, die Sie nach Zahl oder Gewicht oder Länge geben. Zum Beispiel, ich gebe dir 500 Schrauben. Ja, dann haben Sie die Zahl 500 und Schrauben sind damit eine vertretbare Sache. Sie können auch 5 Meter Salamiwurst. Dann haben Sie gesagt, 5 Meter, das ist eine Mengenangabe. Dann können Sie andere 5 Meter geben. Ich gebe dir 2 Kilo Mehl. Dann haben Sie 2 Kilo. 15 Eier. Ja? Klar, was vertretbar heißt? So, vertretbare Sachen sind also standardisierte Sachen, die vergleichbar sind. Der Darlehensgeber gibt das dem Darlehensnehmer und der Darlehensnehmer macht da irgendwas mit. Zum Beispiel, wenn Ihr Nachbar zu Ihnen kommt und sagt, ich brauche gerade mal ein Kilo Mehl für einen Kuchen und Sie geben ihm ein Kilo Mehl, dann wird er das Mehl, was Sie ihm geben, in einen Kuchen verarbeiten. Dann gibt es dieses Mehl nicht mehr, es ist im Kuchen drin. Dann sagt das Sachdarlehensrecht, muss er am Ende Ihnen ein Kilo Mehl zurückgeben, aber nicht das aus dem Kuchen, sondern ein anderes Kilo Mehl. Weil es ist ja vertretbar. Es gibt endlich viele Kilos Mehl. Oder wenn er sagt, ich will 2 Eier, dann müssen Sie ihm danach 2 andere Eier zurückgeben. Also Eier gegen Eier, aber eben nicht dieselben zurück, sondern andere. Ja, klar das System? Das Ganze gilt auch für Mehrwegflaschen. Wenn Sie mal eine Colaflasche haben, dann wissen Sie, deshalb ist wahrscheinlich die billige dabei, die keine Recyclingflasche ist, aber wenn Sie eine Colaflasche haben, sowas, ja, dann zahlen Sie dafür Pfand. Haben Sie schon mal erlebt? Ja? Also Sie kaufen diese Flasche und zahlen dafür 15 Cent und jetzt können Sie in den Laden zurückgehen und dem Laden eine andere Flasche Cola zurückgeben. Die glauben das nicht, aber auch wenn sie eine andere Flasche Cola zurückgeben, kriegen sie 15 Cent wieder. Weil Cola-Flaschen sind vertretbar. Das heißt, es ist denen völlig egal, welche Flasche sie kriegen. System klar? So, das Sachdarlehen heißt einfach nur, sie geben die eine Sache zurück, eine Sache weg und bekommen irgendeine vergleichbare Sache zurück. Geregelt ist das in § 607. Das Sachdarlehensrecht ist ganz einfach. Was kann passieren? Das Erste, was passieren kann, ist, dass Sie dem kein Mehl geben oder keine Eier geben. Wenn das der Fall ist, kann er nach 280 vorgehen. Das heißt insbesondere, solange Sie es nicht machen, kann er den Verzugsschaden geltend machen. Der Verzugsschaden mag darin bestehen, dass er verhungert, weil er keinen Kuchen essen kann. Wenn er Ihnen eine Frist gesetzt hat, kann er danach zurücktreten und nach Rücktrittsrecht Wertersatz verlangen für die Leistung, die er schon erbracht hat. Oder nach der Überlassung kann er, wenn er nur einen Teil gekriegt hat, aus wichtigem Grund kündigen und dann sagen, deine Eier sind faul und vergammelt, die kann ich für meinen Kuchen nicht verwenden. Oder in deinem Mehl, da krabbeln schon so Mehlwürmer drin rum, das ist für meinen Kuchen auch nicht so gut, weil ich Vegetarier bin. Der andere Fall ist, der kommt und gibt Ihnen eine Sache zurück, die eklig ist.
Sie haben dem Ihr Premium-Mehl aus dem Biomarkt gegeben und der kommt und liefert Ihnen Billigmehl von Aldi. Dann sagen Sie, das geht doch nicht. Dann greift hier Kaufrecht analog. Das heißt, Sie können sagen, gib mir erstmal was anderes. Und wenn er das nicht macht, können Sie danach mindern, zurücktreten oder Schadensersatz verlangen. Ähnlich wie im Leihvertragsrecht stellt sich die Frage, wann muss er Ihnen denn die andere Sache geben? Und da gilt der Grundsatz, Abkündigung durch den Darlehensgeber. Sie können also sagen, ich will jetzt langsam mal mein Mehl zurück und dann muss er Ihnen das geben. Es gibt keine Frist grundsätzlich, das heißt, Sie können das beliebig machen. Wichtig ist die Kündigung auch, weil erst nach der Kündigung ein Entgelt zu zahlen ist. Sie können sagen, ja, ich gebe jetzt ein Kilo Mehl und dafür zahlst du mir 1 Euro, dann muss der Ihnen erst dann Geld zahlen, wenn er Ihnen das Mehl zurückgibt, nicht vorab. So ist das im DGB strukturiert. Ich sehe, der Sachdarlehensvertrag, der begeistert Sie total. Weil der so toll ist, kommen wir zu einem Vertrag, den Sie besonders lieben werden, nämlich dem Verwahrungsvertrag. Was heißt Verwahrung, fragen Sie sich? Das kennen Sie alle. Sie gehen in die Disco und geben Ihren Mantel ab, weil Sie nicht die ganze Zeit mit dem Mantel rumlaufen wollen und sagen, pass gut drauf auf. Oder vielleicht spannender, Sie ziehen aus in eine kleinere Wohnung und haben nicht genug Platz für Ihre ganzen Möbel, dann bringen Sie Ihre Möbel in einem Lagerhaus unter und zahlen dem Lagerhaus dafür Geld, dass die auf Ihre Möbel gut aufpassen. Und ich habe Ihnen auch schon mal die Geschichte erzählt von dem Mann, der einen Jaguar geerbt hat, einen ausgestopften, und auch den kann man in einem Lagerhaus einlagern. Wenn es dann abbrennt, ist halt schlecht. Verwahrung kann entweder entgeltlich oder unentgeltlich erfolgen. Entgeltlich meint ganz einfach, Sie zahlen was dafür. Sie zahlen 2 Euro dafür, dass auf Ihre Garderobe aufgepasst wird. Wichtiger Fall eines entgeltlichen Verwahrungsvertrages ist zum Beispiel, wenn Sie Ihr Auto in einen bewachten Parkplatz geben. Dann zahlen Sie Geld dafür, dass der Parkplatz gut auf Ihr Auto aufpasst. Das kostet Geld. Das ist es Ihnen wert. Wichtiger Fall für unentgeltliche Verwahrung ist zum Beispiel, wenn Sie Ihre Sachen bei Ihrem Freund zur Verwahrungssicherheit abgeben. Sie geben Ihrem Freund Ihre Katze, nicht damit er damit spielt und Spaß hat, sondern weil Sie in Urlaub fahren und jemand die Katze füttern soll. Das ist dann ein unentgeltlicher Verwahrungsvertrag. Kümmere dich während meines Urlaubs um meine Katze. Soweit klar bisher? Was ist der Unterschied zwischen Leihe und Verwahrung? Bei der Verwahrung liegt die Aufbewahrung im Interesse des Hinterlegers, desjenigen, der die Sache abgibt. Bei der Miete oder der Leihe liegt das Interesse im Interesse desjenigen, der sie bekommt, im Interesse des Entleihers oder Mieters. Hier will man die Sache loswerden, im anderen Fall will man die Sache haben. Das ist der Unterschied. Jetzt wird es schwierig. Es gibt auch eine unregelmäßige Verwahrung. Und die besteht darin, Sie geben eine Sache ab und sagen, pass gut darauf auf, aber der Verwahrer darf Ihnen auch eine andere Sache zurückgeben. Das wird bei Ihrer Garderobe nicht passieren. Ich gebe einen Mantel ab an die Garderobe und nehme irgendeinen anderen zurück. Das kommt nicht vor. Was aber vorkommt, ist zum Beispiel, wenn Sie leere Flaschen abgeben, dann wollen Sie nicht unbedingt dieselbe zurückgeben, sondern Sie können eine andere zurücknehmen. Das heißt, bei dem Fall, den wir eben hatten, den Pfandsachen, können Sie es auch über Verwahrung lösen. Das galt insbesondere auch für Geldscheine. Wenn Sie der Bank 105-Euro-Scheine, dann ist es Ihnen ziemlich egal, ob Ihnen die Bank dieselben 105-Euro-Scheine irgendwann zurückgibt oder andere 105-Euro-Scheine oder, was weiß ich, 50, 20er. Welche Scheine Sie bekommen, ist Ihnen völlig egal.
Nächster Punkt. Verwahrung ist abzugrenzen von Gefälligkeiten. Ganz oft passen Leute auf Sachen auf, ohne dass sie einen Vertrag geschlossen haben. Wenn zum Beispiel Ihre Nachbarin jetzt auf Toilette geht, die neben Ihnen sitzt, und sagt, passt du mal kurz auf meine Sachen auf, ist das kein Verwahrungsvertrag, weil Sie haben beide keinen Rechtsbindungswillen. Das heißt, da bestehen keine vertraglichen Pflichten und es besteht maximal ein Anspruch auf Schadensersatz aus 280 Absatz 1, 241 Absatz 2, 311 Absatz 2 Nummer 3. Weil Sie sich ja nicht binden wollten, haben Sie nur allgemeine Rücksichtnahmepflichten. Sie können also nicht, wenn die Frau auf der Toilette ist, hingehen und deren Sachen durchwühlen oder die auf den Boden schmeißen, aber besonders gründlich hingucken müssen Sie auch nicht. Tja, hätten Sie das gewusst, ne? Ja, das Verwahrungsvertragsrecht hat auch nicht so viele Paragraphen. Wichtig ist zunächst mal, der Verwahrer muss die Sache zurückgeben. Und zwar idealerweise in einem brauchbaren Zustand. Wenn er das nicht tut oder wenn das unmöglich wird, haftet er auf Schadensersatz nach 280 folgende. Das heißt, er haftet auf Schadensersatz statt der Leistung bei Unmöglichkeit nach 280 Absatz 1, Absatz 3, 283. Wenn es reparierbar wäre oder wenn er einfach nur keine Lust hat zurückzugeben, muss ihm eine Frist gesetzt werden und nach Ablauf der Frist kann man entweder eine neue Frist setzen oder man kann Schadensersatz statt der Leistung nach 280 Absatz 1, Absatz 3, 281 verlangen. Und für die Verzögerung, bis man die Sache zurückkommt, kann man Schadensersatz nach 280 Absatz 1, Absatz 2, 286 verlangen. Um das zu veranschaulichen, wenn Sie im tiefsten Winter in die Disco gehen und es ist eisig kalt und Sie frieren und zittern, und geben Ihren Mantel in der Garderobe ab. Und abends oder morgens wollen Sie dann um 4 Uhr morgens wieder nach Hause oder um 6 Uhr morgens. Und dann sagt die Garderobenfrau, nö, Mantel kriegen Sie nicht zurück. Dann haben Sie nach 280 Absatz 1, Absatz 2, 286 Anspruch auf Ersatz des Geldes für eine Wolldecke, mit der Sie sich einwickeln können, um dann nach Hause zu kommen. Das ist die Idee. Einen Ersatzmantel kriegen Sie dagegen nur nach Fristsetzung, nach 280 Absatz 1, Absatz 3, 281. Sie müssen also sagen, so, 5 Minuten, dann ist der Mantel hier, sonst kaufe ich mir einen neuen, wobei Sie wahrscheinlich am Wochenende auch um 4 Uhr morgens keinen neuen Mantel kaufen können. Das ist das praktische Problem dabei. Vielleicht kriegen Sie ein Taxi, was Sie direkt vor der Tür abholt. So, all das ist noch relativ einfach. Aber auch hier ist es so, bei der unentgeltlichen Verwahrung, wenn also kein Geld dafür bezahlt wird, dass die Sache geschützt wird, gilt eine Haftungsprivilegierung nach § 690. Da haftet dann der Verwahrer nur für die eigenübliche Sorgfalt. Wenn Sie also Ihre Katze zu Ihrem Bekannten geben, von dem Sie genau wissen, der ist total schusselig und vergesslich, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn der Ihre Katze verlausen lässt, dass die Läuse kriegt, oder Ihre Katze verhungern lässt, dass die unterernährt wird, weil das halt Ihr Freund ist, der immer schon ein bisschen chaotisch und ungründlich war. Wer sich also Leute raussucht, sollte ihnen entweder Geld geben, weil wer Geld bekommt, muss sich professionell verhalten, oder er sollte sich Leute raussuchen, denen er vertraut. Er kann nicht verlangen, dass sie mit fremden Sachen besser umgehen als mit eigenen. Genauso wie beim Leihvertragsrecht gilt die Privilegierung aber nicht allgemein, sondern die Privilegierung gilt nur für die Verwahrungspflichten. Wenn er also hingeht und sie anspuckt, tritt oder ähnliches, das müssen sie sich nicht bieten lassen, auch wenn er vielleicht irgendwie jemand ist, der gerne Leute anspuckt und das bei ihm so üblich ist. Ja? Also die Privilegierung gilt nur in Bezug auf die Verwahrung. So, damit haben wir alle Verhältnisse, die sich auf die vorübergehende Überlassung einer Sache auslassen, behandelt. Wir haben also gelernt, die Miete,
praktisch wichtig, insbesondere Wohnraummiete. Dann haben wir gelernt, Leihe ist unentgeltlich, Leasing ist die Variante, dass der Vermieter die Gewährleistung ausschließt, ihnen dafür aber die Ansprüche gegen den Verkäufer abtritt. Dann haben wir uns beschäftigt mit der Pacht, haben gesagt, der Unterschied ist, der Pächter darf die Früchte ziehen, haben gemacht das Sachdarlehen, haben gesehen, beim Sachdarlehen muss eine andere Sache zurückgegeben werden, nicht notwendig dieselbe, und haben schließlich gesehen die Verwahrung. Bei der Verwahrung passt jemand auf Ihre Sachen auf. Damit haben wir alles erledigt und können in aller Ruhe am Donnerstag weitermachen mit den Tätigkeitsverträgen, das heißt mit Dienstvertrag, Auftrag, Geschäftsbesorgungsvertrag und Arbeitsvertrag. Bis Donnerstag.